Schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste. Ich kann direkt an Karen anknüpfen. Ich wünsche uns natürlich allen gemeinsam interessante Beratungen, neue Erkenntnisse, neue Ideen. Und da wir Gott sei Dank nicht in einem fensterlosen Raum tagen müssen, haben wir ja auch die Möglichkeit, ein bisschen Sonnenschein erhaschen zu können. Liebe Genossinnen, zu Beginn der Legislaturperiode haben Klaus, Ernst, Gregor, Gysi und ich ein sogenanntes Motorpapier geschrieben. Und wir hatten damals die Absicht, zum Ausdruck zu bringen und das auch umzusetzen, dass die Linke in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in den verschiedenen Ebenen im Parlament, außerhalb des Parlaments, Motor sein soll für soziale Gerechtigkeit und eine friedliche Politik. Manchmal habe ich die Sorge, dass dieser Motor einfach zu oft leer läuft, weil wir uns zu sehr mit Strukturfragen beschäftigen, so wie Karen es eben angesprochen hat. Ich glaube, wir sollten auch diese Konferenz nutzen, um unsere Ideen zu formulieren und mit unseren Positionen für Gerechtigkeit, für Würde, für Solidarität, für Frieden uns in die gesellschaftliche Auseinandersetzung einzumischen, liebe Genossinnen. Wir haben auf dieser Konferenz ein Motto, links ist es. Das Motto heißt Aufstehen, Einmischen, Verändern. Und in diesem Zusammenhang will ich auf ein relativ neues politisches Phänomen eingehen, die Piratenpartei. Wir hatten in Berlin am vergangenen Wochenende Wahlen. Ihr wisst alle und habt sicher auch mitgelitten mit uns Berlinern, dass wir unsere Ziele nicht so erreicht haben, wie wir es wollten. Aber ich komme auf die Piratenpartei zu sprechen. Sie ist in Berlin mit fast 9% der Stimmen in den Landtag, also in das Berliner Abgeordnetenhaus, gewählt worden. Und das ist schon eine Sensation in der Parteienlandschaft. Unter 15 Abgeordneten wird es nur eine Frau geben. Eigentlich müssten wir uns doch alle wundern, dass es im 21. Jahrhundert in Deutschland möglich ist, eine Partei zu gründen, die im Wesentlichen aus 30-jährigen Männern besteht. Wie ist das möglich? Warum empören sich Frauen dieser Generation nicht über diese Tatsache? Warum, um das Motto der Konferenz zu nutzen, stehen sie nicht auf, mischen sich ein und wollen nicht verändern? Um nicht falsch verstanden zu werden, ich halte überhaupt nichts davon, die Piratenpartei für etwas von oben herab, die werden sich ihre Hörner schon abstoßen oder mit ähnlichen Sprüchen zu bedenken. Das wäre, glaube ich, nicht schlau. Denn bemerkenswert ist ja, dass in der Piratenpartei viele linke Positionen vertreten werden, die auch wir teilen können. Ich wurde von der Tageszeitung gefragt, ob die Piraten links seien. Meine erste Antwort, ich halte überhaupt nichts von Abgrenzungsritualen. Ich bin eher neugierig und versuche eine Generation zu verstehen, die wir augenscheinlich als Partei bisher unzureichend erreicht haben. Die Piraten verbinden digitalen Pragmatismus mit analogen Idealismus. Wenn ein Pirat Liquid Democracy fordert, rennt er bei uns damit offene Türen ein. Denn wir wollen mehr Demokratie und mehr Transparenz. Und das sind die einzigen Mittel gegen den übermächtigen Lobbyismus in unserem Land. Wenn ein anderer Pirat sagt, kein Widerstand ist zwecklos, spricht er mir auch aus dem Herzen. Denn reiner Pragmatismus geht nur die Probleme an, die anfallen. Neues entsteht nur durch Widerstand und mutigen Idealismus. Ein weiterer Pirat sagt, John Maynard Keynes ist eher überzeugend als Adam Smith und ist ganz bei dem, was wir sagen, auch unser ehemaliger Vorsitzender, der schon mit Keynes gegen den Neoliberalismus gewettert hat, als andere Parteien noch im Smith-Fieber waren. Und ein weiterer Pirat hatte sein Erweckungserlebnis, als Ministerin von der Leyen mit Netzsperren das Internet auf die Geschäftsordnung eines CDU-Ortsvereins zurückstutzen wollte. Ein weiterer Pirat interessiert sich für Menschen, die abseits der gängigen kapitalistischen Ordnung selbstverwaltet leben wollen. Auch das ist in Ordnung. Allerdings wollen wir als Linke auch in der Mitte der Gesellschaft mehr Selbstverwaltung. Ja? Nach diesem ersten Befund, die Piraten sind links. Doch wo sind die Piratinnen? Vielleicht, liebe Genossinnen, ist das unsere große Chance, Frauen um die 30 für unsere Partei zu gewinnen.
Dazu müssen wir besser verstehen, was diese Generation bewegt und umtreibt. Und ich finde, ehrlich gesagt, es hat wenig Sinn, über alte Säcke in der Partei zu schimpfen, wenn wir Frauen nicht alles tun, um junge Frauen für unsere Partei zu gewinnen. Immer wieder beklagen sich Genossinnen über die Kultur in unserer Partei. Ich frage uns alle, ist es nicht unsere Aufgabe als Frauen, eine andere, eine solidarische Kultur zu entwickeln? Die Frage ist doch, wie wir aufstehen, wie wir uns einmischen und wie wir verändern. Auf jeden Fall, glaube ich, müssen wir als Partei solidarischer, selbstbewusster und offener werden. Und das betrifft Frauen wie Männer. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingen würde, auf dieser Konferenz auf einige dieser Fragen Antworten zu finden, wenn es uns gelingen würde, uns darüber auszutauschen, mit welchen Ideen, mit welchen Ansprüchen, ja auch mit welcher, Karin hat es gesagt, Willkommenskultur es möglich ist, mehr Frauen für unsere Partei zu gewinnen. Ich glaube, dann erledigt sich so manche Diskussion, wie ich sie vorhin zitiert habe, über alte Säcke von selbst. Ich wünsche uns gemeinsam bei dieser Konferenz neue Erkenntnisse, viel Erfolg und vielleicht auch die eine oder andere neue Freundschaft. Vielen Dank und alles Gute.